Heute geht es wieder um spannende Themen. Warum ist der Bitcoin-Kurs nach dem Halving richtig abgestürzt? Und momentan befinden wir uns ja unter 9000 Dollar. Darüber sprechen wir ganz genau. Und wie die Zukunft aussieht, die Meinungen gehen auseinander. Der eine sagt, es wird noch tiefer gehen. Der andere sagt, es geht noch höher. Das schauen wir uns ganz genau an. Warum, wieso und weshalb. Unbedingt dranbleiben. Heute wird es richtig spannend. Und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ja, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ich bin der Martin und darf euch informieren in unserem Channel im Bereich Zukunft, Digitalisierung, Kryptowährung und Blockchain. Und wenn euch das Ganze ganz, ganz gut gefällt, dann würde es mich freuen, wenn ihr uns ein Like hier lässt. Und es gibt rechts oben das kleine Abo-Zeichen. Einfach die Glocke aktivieren, dann seid ihr immer bestens informiert, wenn wir die besten News bringen. In unserem Channel soll es darin sein, viele Informationen wirklich auf den Punkt genau mit leichter Unterhaltung zu präsentieren, um auch euer Portfolio in Zukunft besser aussehen zu lassen. Ja, was gab es Neues die letzte Woche? Es war ja richtig spannend nach dem Bitcoin-Halving und die Prognosen sind ja auseinandergegangen. Die einen haben gemeint, es geht richtig hinauf in den sechsstelligen Bereich, die anderen haben einen Dampf vorausgesehen. Wenn man der Vergangenheit glauben darf, ist es einfach zu erklären, warum dampft der Preis immer nach dem Bitcoin-Halving, nach weniger Zeit. Einfach zum Erklären, die Miner werden hier reduziert von der Belohnung her. Für jeden gemeinten Block gab es ja 12,5 Bitcoins pro gemeinten Block und der wurde gesenkt nach dem Halving auf 6,25 Bitcoins pro Block. Und da muss man sich vorstellen, dass man hier Bitcoins minen darf. Er fordert es ein gewisses Anforderungsprofil. Ich brauche einen günstigen Stromanbieter. Ich brauche Rechner, die hohe Rechenleistungen produzieren können und das nicht im kleinen Rahmen, sondern im großen Rahmen. Und da hat es natürlich jetzt die kleinen Miner weggerissen, denn die sind hergegangen und haben gesagt, okay, passt, ich bekomme für meinen Block weniger Bitcoins, um die Fixkosten zu decken, muss ich Bitcoins auf den Markt schmeißen. Und wenn der Preis natürlich noch heruntergeht, kann das oft ein Minusgeschäft sein. Und die Vergangenheit, die letzten 4 Jahre oder die letzten 2 Halvings hat er bewiesen, nach dem Halving gibt es meistens einen Preisdump. Und wenn man das dann längerfristig sieht, auf die nächsten 6, 8, 12 oder 18 Monate sogar, hat es immer eine Verzehnfachung oder sogar im besten Fall eine Verzwanzigfachung des Bitcoin-Kurses gegeben. Und dazu möchte ich auf alle Fälle erinnern auf letztes Jahr. Letztes Jahr ist es noch gar nicht so lange her. Da sind wir bei einem Preis gestanden von heute unvorstellbaren 3.200 Dollar. Die gab es genau am 13. Dezember 2018 und im ersten Quartal 2019 dampft ja immer so zwischen 3.500 und 4.500 Dollar. Und da muss man schon sagen, da war richtige Einkaufspreiszeit und auch hier hat es wenige Miner noch gegeben, die hier den Bitcoin gewinnbringend minen konnten. Und da ist wirklich entscheidend, was bezahle ich für den Strom, wo steht mein Gerät, muss ich mein Gerät noch extra kühlen, da jede Rechenleistung hier Hitze verbraucht. Und wenn ich in einem Land stehe, wo es von Haus aus sehr warm ist, brauche ich noch ein Klimagerät, dass mir die Festplatte oder vielleicht der Computer nicht eingeht. Und da erfallen natürlich solche gewisse Kosten an. Und da hat es jetzt auch wieder einige erwischt. Die kleinen Miner, die spült hier einfach von dem Markt. Und deswegen glaube ich auch, dass in naher Zukunft hier wirklich die Preisprognosen, wie es von manchen gedeutet werden, richtig nach oben gehen. Denn in den nächsten 6, 12 oder 18 Monate hat es in der Vergangenheit immer wieder neue Allzeithochs gegeben. Und von denen gehen wir auch aus. Eines unterscheidet sich, das muss man hier fairerweise sagen, denn wir hatten noch nie eine Pandemie und das weltweit. Und diese Pandemie ist natürlich schon zu sprechen mit einer Weltwirtschaftskrise. Wenn man sich den Dow Jones, den DAX oder auch den ATX ansieht, ist der relativ unberührt von diesen Tatsachen, was in der Wirtschaft so abgeht, dass vielleicht gewisse Leute oder gewisse Branchen hier kein Geld verdienen, weil sie zumachen mussten. Glaube ich, wird es die nächsten 6 Monate spannend und da wird es interessant werden, wenn die Leute aus den Aktien- und Fondsmarkt ja verschwinden, weil ein großer Dampf vor uns sich breit macht und die Kurse werden purzeln. Und dann wird es spannend, gehen die Leute in Gold oder gehen sie vielleicht doch in Bitcoin? Das ist die einzige Chance.
Und da bin ich hier etwas skeptisch, dass hier wirklich noch heuer im Dezember vielleicht ein Allzeithoch erreicht wird. Da kommt es wirklich darauf an, wie das Kaufverhalten im Bereich Bitcoin, im Bereich Kryptowährungen ist. Sehen Sie es als sichere Anlage gegenüber den Aktien oder Fondsmarkt. Ja, wie war es aktuell? Natürlich haben auch einige Zeitschriften darüber geschrieben und es gibt immer wieder gewisse Schlagzeilen, die sich ja wöchentlich ändern. Die einen sagen, ja, der Kurs geht jetzt hinunter, wir sehen in Zukunft 4.000 Dollar oder der Kurs geht hinauf in den sechsstelligen Bereich. Ich persönlich sehe das auch in den nächsten 1,5 Jahren, dass es richtig spannend wird am Kryptomarkt und sehe das eher bullisch als bärisch. Aber man muss natürlich hier die Pandemie einrechnen und da kann keiner eigentlich in die Zukunft blicken. Generell beim Kryptomarkt ist es immer sehr, sehr spannend, da wenige Leute große Mengen an Coins besitzen und dadurch auch den Kurs beeinflussen. Und ihr wisst es ja, der Preis bestimmt die Nachfrage, die Nachfrage bestimmt den Preis und da kann es noch richtig spannend werden. Genauso auch, wie wir jetzt die vergangene Woche gesehen haben, rutsch, futsch, butsch hat es gemacht. Und auf einmal war er Bitcoin von seinen 9.300 Dollar retour auf 8.700 Dollar. Und es sieht so aus, als sich der Trend hier voraussagt, dass es noch weiter hinuntergeht im Bereich von 8.500 Dollar, 8.300 Dollar. Ich glaube, die Geschichte kann noch richtig spannend werden. Aber auf langfristig sind wir alle bullisch eingestellt. Und ich hoffe, es war ein bisschen Information, warum und wieso der Preis fallen kann. Nicht nur, weil an der Börse verkauft worden ist, sondern wenn die Miner hier wirklich zuschlagen und sagen, sie müssen ihre Fixkosten decken, da der Kostenstrom oder Rechenfaktor sich nicht rechnet, wenn der Bitcoin-Preis so herunten ist. Und dadurch wird auch das Mining hier die geforderten Bitcoins oder die angeworbenen oder die verdienten Bitcoins in den Markt geworfen, um hier die Fixkosten zu zahlen. Und ich hoffe, ich konnte in die Bereich etwas Licht in die Sache bringen. Ja, ich würde sagen, ihr bleibt auf alle Fälle wieder dran. Ich werde euch noch diese Woche ganz genau informieren, was sich am Markt tut. Momentan sieht es so seitwärts und etwas runter aus, aber es kann sich bei uns ja schlagartig ändern und dann bin ich zurück. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn ihr wieder einschaltet und danke fürs Zusehen und bis bald.